Manchmal kann sie richtig beleidigt tun. Wenn sich die Menschen von ihr abwenden. Wenn die ganze Welt sich irgendwie anders entwickelt. Tja, geht wohl den Bach runter, unser Menschengeschlecht. Oh, ihr Unglückspropheten. So tadelt Papst Johannes der 23. alle kirchlichen Schwarzmaler, als er das bislang letzte ökumenische Konzil eröffnet. Es reicht doch nicht, wenn wir nur selbstgenügsam unsere Glaubensschätze pflegen. Wir müssen die Wahrheit weitertragen. Also rein in die Welt, hin zu den Menschen unserer Zeit. Lernen wir, ihre Sprache zu sprechen. Aggiornamento. Einfach freilich ist das nicht. War es noch nie. Schon die allerersten Christenchefs mussten schwer überlegen, wie denn das Evangelium richtig unter die Leute zu bringen sei. Das beschäftigt das kirchliche Führungspersonal seitdem durchgängig. Immer wieder kommen der Papst und die Bischöfe aus aller Welt zusammen. Mal um sich zu vergewissern, was denn den christlichen Glauben überhaupt so ganz genau ausmacht. Dass Jesus ganz Mensch ist zum Beispiel. Aber auch ganz Gott. Dass er von gleichem Wesen ist wie der Vater. Und im eucharistischen Brot wirklich gegenwärtig ist. Auch Fragen kirchlicher Ordnung und Disziplin werden auf den Konzilen verhandelt. Dass man kirchliche Ämter nicht kaufen kann zum Beispiel. Und dass Priester nicht so viel trinken sollen. Auch mit sich selbst beschäftigen sich die Konzile. Viel regelmäßiger sollten sie stattfinden. Und selbst der Papst sollte durch ein Konzil überstimmt werden können. Heute gilt, er ist immer der Chef. Er lädt ein, er bestimmt die Themen, er setzt die Beschlüsse in Kraft. Und nur in Übereinstimmung mit ihm ist das Kollegium der Bischöfe, wenn es zu einem ökumenischen Konzil zusammenkommt, die allerhöchste kirchliche Autorität. Eine parlamentarische Versammlung ist ein Konzil also nicht. Doch debattiert, auch gestritten, wird natürlich reichlich. Wenn so viele Bischöfe, unterstützt von so vielen Experten, in wochenlangen Arbeitssitzungen jede Menge von Vorlagen zu beschlussfähigen Dokumenten verarbeiten. Wenn sie gemeinsam um die Wahrheit ringen und die rechte Weise, Kirche an der Seite der Menschen ihrer Zeit zu sein, ihre Freude zu teilen und ihre Angst, ihre Trauer und ihre Hoffnung. Bis all die Erkenntnisse und Beschlüsse endlich umgesetzt sind, das kann dauern. Auch darum finden Konzile gerade in der Neuzeit eher selten statt.